So, hallo und herzlich willkommen im Moor. Wir machen mal ein kleines Mal Kurzwissen zum Thema Torfnutzung. Torf ist das Zeug, was wir hier hinten finden, wenn wir im Schnee rumbuddeln. Beziehungsweise da finden wir erstmal Wasser und wenn wir das dann auch noch weggebuddelt haben, dann finden wir Torf. Also der Boden eines Moores, der Rückstand des Wachsens des Torfmooses, das ist Torf, ist die Basis eines jeden Hochmoores. Und in diesem Fall hier direkt unterm See haben wir etwa 8 Meter davon. Unter diesen 8 Metern kommt dann irgendwann das Ausgangsgestein und diese 8 Meter haben sich im Verlauf von circa 10.000 Jahren gebildet, davon 8.000, na 7.400, sowas etwa Torfbildung. Ja, das heißt, wir kriegen ungefähr 1 Meter Torf alle 1.000 Jahre. Torfnutzung muss also in einem extrem geringen Ausmaß erfolgen, wenn die nachhaltig sein soll und die Geschwindigkeit, mit der Torf nachwächst, führt eben dazu, dass es nahezu unmöglich ist, nachhaltig die Mengen von Torf zur Verfügung zu stellen, die die Industrie derzeit gerade verbraucht. Das bedeutet, aus meiner Sicht brauchen wir eine Alternative zur Torfnutzung. Und das ist schwierig, weil Torf hat viele super tolle Eigenschaften, die Torfnutzung erstmal zur besten Wahl werden lassen. Insbesondere, wenn wir uns zum Beispiel die Gärtnerei angucken und die Pflanzenaufzucht, auch die im großen Stil stattfindende Pflanzenaufzucht für Gewächshäuser, im großen Stil Tomatenanbau, irgendwie sowas in die Richtung. Da wird ganz häufig Torf nach wie vor als Substrat verwendet, wo die Pflanze dann drin steht, einfach weil Torf an sich ist eine ganz nährstoffarme Geschichte, da ist so gut wie nichts Brauchbares drin und das macht ihn gerade so interessant, weil dadurch, dass nichts drin ist, kannst du beliebig anderes Zeug reinpacken. Das heißt, du hast die Möglichkeit, ein tolles Substrat locker viel Wasser speichernd mit den Nährstoffen anzureichern und zwar nur und genau die, die du brauchst, wenn du da zum Beispiel eine Tomate drin anziehen möchtest. Das ist die Eigenschaft, die Torf bis heute eigentlich ziemlich unersetzbar macht. Die einzige Möglichkeit, ein ähnlich gutes Ergebnis zu erzielen, besteht darin, dann gleich komplett Hightech einzusetzen und die Pflanze in überhaupt keinem Substrat wachsen zu lassen, sondern in der Nährlösung. Also so fast schon Laborzustände mit UV-Lämpchen drüber, in Vertical Gardening-Systemen und ähnlichen möglicherweise zukunftsfähigen landwirtschaftlichen Systemen. Ja, das mag durchaus eine Rolle spielen in der Zukunft, aber momentan ist das tatsächlich die einzige Alternative zu Torf. 3 Sachen, die sonst diskutiert werden, sind zum einen Kompost. Kompost ist aber zu nährstoffreich, da ist von allem relativ viel drin und es gibt durchaus Kulturpflanzen, die von manchen Sachen nicht zu viel haben wollen. Da ist also Torf wieder besser, weil da kannst du genau die richtige Menge liefern. Außerdem ist Kompost immer irgendwie anders zusammengesetzt. Man müsste erstmal messen, was für einen Kompost hat man denn da. Das wird ziemlich teuer, wenn man das jedes Mal für jedes kleine bisschen machen muss. Zumal diese Schaufelkompost hat wieder eine andere Zusammensetzung als die nächste Schaufelkompost. Zweite Alternative, Kokosfasern bzw. Kokoswolle. Das hat ähnliche Wasseraufnahmeeigenschaften wie Torf. Es hat auch einen sehr geringen Nährstoffgehalt und man kann beliebiges Zeug hinzufügen. Blöd nur, erstens die Qualität schwankt sehr stark. Hat man lange Fasern, hat man kurze Fasern, hat man dünne, dicke und so weiter. Bei Torf ist das also eine schöne homogene Geschichte, sieht fast immer genau gleich aus. Hochmoortorf ist fast immer ungefähr Hochmoortorf. Ja, super geringe Schwankungen. Und das nächste Problem ist bei der Kokosfaser, die ist nicht besonders nachhaltig, weil die kriegt man nur daher, wo Kokosnüsse auch stehen. Und das ist halt nun mal weit weg. Das heißt, wir haben hohe Transportkosten, hohe schlechte Ökobilanz wegen der langen Transportwege. So, und dann hat man noch nachgedacht, man könnte doch auch möglicherweise Rindenhackschnitzel bzw. Rindenmulch nehmen. Das ist auch wieder blöd, weil Rindenmulch wollen ganz viele haben. Es gibt also viel mehr Bedarf, also potenziellen Bedarf an Rindenmulch, als wirklich Rindenmulch geliefert werden kann. Weil wo kommt der her? Naja, aus geschroteter Rinde. Und wo kriegen wir Rinde her? Ja, einmal aus der Forstwirtschaft. Und selbst da wäre es besser, wenn man sie im Wald liegen lässt. Also im großen Stil jetzt Rinde aus dem Wald zu holen, damit wir damit Torf ersetzen können, ist auch nicht
zumindest mal nicht nachhaltig. Sinnvoll wahrscheinlich auch nicht. So, und da diese drei Alternativen Mist sind, können wir uns jetzt erstmal fragen, ja, was machen wir denn dann? Ja, dann müssen wir ja doch weiter Torf nutzen. Ist auch fürs Erste tatsächlich Status quo, dass zumindest mal der Großhandel im Gärtnerwesen nicht auf die Torfnutzung verzichten können wird. Das wird nicht passieren, das können wir uns wünschen, aber ja, wünschen kann man sich viel. Wir brauchen ja auch weiterhin unsere Nutzpflanzen. Daher kann man jetzt auch nicht sagen, der Gärtner ist böse, weil er nicht auf Torf verzichtet. Ganz so einfach ist es nicht. Problem, warum ist eine Torfnutzung überhaupt so schlimm? Naja, ganz einfach. Um an den Torf ranzukommen, muss da erstmal der Schnee weg. Gut, der schmilzt von alleine, aber dann muss das Wasser weg. Und das ist jetzt eher das Thema, weil dafür musst du das komplette Moor trockenlegen. Und wenn du das Moor trockenlegst, ist es erstmal kaputt. Das Ding wieder zu vernässen ist extrem schwierig. Und auch wenn man sagt, wenn du in Deutschland überhaupt Torfnutzung betreibst, dann nur unter der Maßgabe, dass du hinterher das Moor wieder renaturierst und da in irgendeiner Form ein anderes Naturschutzgebiet draus machst, in dem dich möglicherweise auch wieder ein neues Moor und neuer Torf anreichert. Aber das Problem bleibt bestehen, ist erstmal kaputt. Und das dauert lange, lange, lange. Und gerade der Torf, der da weg ist, der wächst mit einem Millimeter pro Jahr. Also sprich, in 1000 Jahren hast du einen Meter Torf. Und das macht das schon ziemlich schwierig und ziemlich unnachhaltig, in jedem Fall die Torfnutzung zu betreiben. Was tun? Ja? Was tun? Insbesondere da jedes kaputte Moor extrem viel CO2 emittiert. Weil selbst wenn wir den Torf gar nicht nutzen, wenn wir nutzen, dann passiert es auch. Aber selbst wenn wir ihn nicht nutzen, dann wird er abgebaut. Und wenn er abgebaut wird, naja, eine Tonne Torf besteht aus 3,8 Tonnen CO2. Und das ist eine gute Quote. Da geht also hier einiges in die Luft. Und da stecken einige Tonnen Torf in so einem Moor insgesamt drin, von denen auch nur ein Bruchteil nutzbar ist. Wir haben also einen riesen Berg Emissionen für ganz wenig Nutzen. Die einzig sinnvolle Verwendung für Torf im Hack vielleicht noch das Whisky, Scotch, Gerste rösten für Scotch möglicherweise sein. Was das angeht, bin ich ein bisschen voreingenommen. Ja? Also Problem, was tun? Ja, wie kriegt man ein Torfersatzprodukt aus einer nachhaltigen Wirtschaftsform? Naja, ganz einfach, wenn wir ohnehin schon kaputte Moore haben, dann können wir die, anstatt sie jetzt unter Naturschutz zu stellen und zu versuchen zu renaturieren, was die beste Lösung ist, aber wenn das nicht mehr geht, weil schon zu kaputt, oder es Flächen sind, die eh kein gescheites Moor ergeben, dann kann man überlegen, ob man stattdessen eine Paludikultur anlegen möchte. Das ist die Nutzung von feuchten Lebensräumen, also Landwirtschaft in sehr feuchten Lebensräumen. Viel kann man da nicht anbauen, namentlich Schilf, Rohrkolben. Oder in Form von einer Hochmoorpaludikultur tatsächlich auch Torfmoose. Wirtschaftlich nutzbare Torfmoose. Sozusagen machen wir dann Moosacker, in Anführungszeichen. Die wachsen nämlich, wenn wir wirklich nur die Torfmoose haben wollen und gar nicht den Torf. Torf ist im Grunde sehr stark verdichtete Torfmoose. Die gehen auch in locker. Dann kriegen wir halt ein besonders lockeres Endresultat, das aber von den chemischen und sonstigen Absorptionseigenschaften mit Torf durchaus vergleichbar ist. Das heißt, man kann also das dann durchaus nachhaltig nutzen, weil wir dadurch, dass wir da ja eben auch eine gewisse Steuerung des Wachstums der Torfmoose haben und die auch zusätzlich aussäen, in Anführungszeichen, Moose kann man nicht säen, die haben keine Samen, die haben Sporen, aber da kann man ganz viel tun, um da eben die Wachstumsgeschwindigkeit zu erhöhen und kriegt dann letztendlich nachhaltig eine gewisse Ernte von Torfmoos hin, womit man ganz langfristig, wenn man das im großen Stil betreiben würde, da sind wir noch ganz weit von entfernt, ehrlich gesagt, aber dann könnte man damit auch Torf entsetzen. Gut, das heißt, die Situation ist erstmal plus minus, wie sie ist. Das heißt, was können wir jetzt machen als wir, stinknormale Endnutzer, Endverbraucher, Otto-Normalverbraucher, das wollte ich sagen. Naja, ganz einfach, wir kaufen zumindest mal keine Blumenerde mehr, in der Torf drin ist. Während es in der großen Industrie bei der Pflanzenzucht nicht möglich ist, auf Torf zu verzichten, kann man das als kleiner privater Gartenbesitzer sehr wohl. Zwar kostet torffreie Blumenerde fast das Dreifache oder Vierfache als die mit Torf, aber das ist wirklich was, wo man was ganz Gutes für den Erhalt der Moore tun kann, zumal nämlich auch Blumenerde eben die lukrativste Anwendung von Torf ist. Heißt, wer Torf irgendwo abbaut, möchte den am liebsten als Blumenerde für den Privatmann verhökern, weil das gibt die höchste Rendite pro Torf. Und wenn wir dieses Geschäftsfeld kaputt machen können, in Anführungszeichen, ja, mit einem schlicht und ergreifenden Boykott des Kaufs von Torfprodukten, sofern man eben nicht eine Großgärtnerei ist, dann ist schon viel erreicht.
zumal sämtlicher Torf, der zurzeit in Deutschland verwendet wird, eben aus dem Ausland importiert ist. Und das macht es nicht besser, das verlagert das Problem nur woanders hin. Daher, ja, wer einen Garten hat oder einen Balkon oder sonst irgendwas, bitte kein Torf als Blumenerde verwenden. Jede günstige Blumenerde, ausnahmslos. Ja, ist sie billig, ist Torf drin, meistens 80%. Macht's Moor kaputt, ist schade, muss nicht sein, würde ich also wirklich von abraten wollen. Und das war im Grunde das, was ich zu sagen hatte. Ich wünsche, sieht fast so aus als frohe Weihnachten, ne? Aber ist nicht ganz. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.